Und da sind wieder die Sons of the Forest. Das sieht zwar aus, als wenn wir hier alleine wären, aber. Mir wurde heute aus irgendeinem Grund ein Video vorgeschlagen von einem Dark Souls Let's Play von einem YouTuber, der Hagebutten heißt. Bist du einfach so ein Oblivion NPC oder was? Ich erzähle hier noch, also ich habe die Folge einfach gestartet, erzähle dann so, es sieht hier zwar aus, als wenn wir alleine spielen, und dann gehe ich ins Haus rein, dann spawnst du da und drehst dich um und erzählst mir einfach irgendwas. Ja, den YouTuber kenne ich. Gebunden. Vergiss nicht, dass wir hier dann diesen Wehrgang noch reinbauen werden. Ja. Also da muss noch genügend Platz für bleiben. Vögel. Make-up. Make-up. Ich meine, theoretisch kann ich das ja hier in die Richtung ausbreiten anstelle von Jürgen. Ist. Was? Meinst du nach außen hin? Nö, musst du nicht. Das hier reicht Okay. ja schon. Warum musstest du mich schlagen? Er hat den Baum geschlagen. Oh Gott, du bist ein alter Mann! Warst du auch schon? Du siehst Öfter. aus wie Asterix in alt. Alter Rex. Warum liegt der da? Wer? Der hat sich jetzt einfach nur da hingelegt. Der ist hier normal eben hingekommen und hat sich hingelegt. Gut. Hagebutten, Wo ist die Gegnergruppe, die hier sonst immer ankommt? Ja, das ist Kevin dann egal, wenn das auf seinem Gesicht landet. Hä? Da geht einfach nur alles kaputt. Ja. Von innen muss da dann natürlich auch noch deine sein, ne? Ja. Könntest dann währenddessen schon mal dran arbeiten, dass die ganze Mauer halt auch zu ist. Ja, ich meine, das war weniger, was ich letztens gemacht habe, nebenbei. Baue hier dann das Innere, damit du das hier gleich einfach dann auf der anderen Seite genauso machen kannst. Ja. Hast du irgendwelche Gesprächsthemen, die wir ansprechen können? Nö.
Irgendwas. Dein Girokonto. Dein Girokonto? Weiß nicht mal, was ein Girokonto ist. So, dein Girokonto. Das ist ein Konto bei der Bank. Ja, das wüsste ich jetzt auch, aber warum heißt das Girokonto? Was macht das? Was? Giro als Payday. Das Konto von dem ist das. Girokonto. Wikipedia. Warum heißt das denn so? Von Italienisch Giro, Kreis, Umlauf. Und zu Altgriechisch Gyros, Rund. Gyros. Ach, genau. Auch Sichtkonto und in Gesetzen Zahlungskonto benannt. Das ist einfach nur ein normales Konto, okay. Kein Sparkonto, sondern ein normales Konto. Ich bin kein Sparkonto. Ich bin's, ein Fernseher. Stell dir vor, du bist so ein Waschbär und dich wirft irgend so ein Typ weg. Ich bin's, dein Fernseher. Hä? Was hat hier gerade einen Wassersound gemacht? Das habe ich hier ständig. Das passiert hier immer. In dieser Base. Das habe ich dir auch schon einmal gesagt. Ja, ja. Ich find nicht, dass du das ohne Probleme aushält, aber wie es ist Holz. Also das hat er auch ausgehalten. Nicht so gut wie einen fetten fucking Stein. Typ einen fetten Stuhl. Die Wände zu machen. Ja. Was hat mich denn in letzter Zeit so genervt? Ich. Ja, in der Grendel-Mission schon, ja. Das fand ich schon eine sehr dämliche Performance, die du da geliefert hast. Wieso? Ich bin mal Grendel. Die erste Grendel-Mission. Achso. Wo du einfach komplett aufgegeben hast, bevor wir überhaupt angefangen haben. Und die komplette Stimmung halt einfach runtergesetzt hast. Durch dein Dasein. Gut. Das ist nicht mal eine Beleidigung. Stimmt doch. Dein Dasein setzt die ganze Stimmung runter. Prozent. 50 Punkte vergriffen da. Harry Potter hat den Schnatz gegessen. Gryffindor gewinnt. Ah. Fünf and Dog gewinnt. Fünf and Dog, Fünf and Dog. Gryffindor? Fünf and Dog gewinnt. Fünf and Dog, Fünf and Dog. Wie ist das Holz da hinten hingekommen? Hä? Ich habe hier gerade was abgebaut und dann ist das Holz einfach voll weit weg gewesen am Ende. Gut. Ich will wieder mit der Shotgun so dastehen. Willst du einfach nur mit einer Shotgun stehen?
Du weißt wie. Nee. Okay. Sieht doch hier ziemlich heimisch aus. Ja. Hier ist heimisch. DDR. Oder. DDR. Wer DD? Doch so oder hey. So oder so oder hey. Eigentlich kann ich das endlich mal wegmachen. Dieses komische Holzgeländer. Was für ein Holzgeländer, wir müssen da doch eigentlich. Nee, da, das hier, was hier mittendrin steht, das ich nur gemacht habe, damit ich da was hinbauen kann. Weil wer weiß, also. Oder willst du das hier flach machen, alles? Ich meine, könnten wir halt machen, ne? Damit man hier nicht runter geht. Soll ich? Zu machen. Okay. Kaku machen. Gut, durch unsere Tür kommen hier zwei Leute an. Und ein anderer ist hier einfach rübergesprungen über die Mauer. Deshalb verschließt man die auch normalerweise. Kelvin? Nein. Kelvin Clan. Geht allein. Stopp den Tod. Ich kann ja wieder mal was nicht wegtun. Helf gleich. Die Typen erstmal weggemacht. Okay. Guten Tag, das hier. Ich meine. Das muss weg werden, damit ich es besser machen kann. Ich weiß auch nicht, woran das festhängt gerade. Gut. Nicht. Soll ich einen kleinen draufsetzen? Ja, oder so, das geht doch auch, oder nicht? Nee, es zählt dann nicht als eine Stütze, sondern als eine Wand. Eben mal eine kleine. Das ist der kleine. Noch eine kleine. Pfefferkuchenhörnchen. Pfefferkügelkes. Küss. Kügelkes. Kügelkes. Ach, da ist einfach alles drin in dem Teil jetzt. Okay, wie funktioniert das jetzt wieder? Dann verstehe ich auch, warum der... Warum der besser ist? Ja, warum der so viel braucht. Ja. Okay, wie funktioniert das jetzt? Ich schicke dir einen Screenshot. Eventuell kann ich jetzt auch mal die ganzen Sniper Elite Parts mal einstellen. Siehst du den Screenshot? Ja, das sieht aus wie ein Pavillon. Ich verstehe es nicht.
Danke, Spiel. Danke, ey. Ich gehe kurz gerade und schaue mal, einfach damit diese Abomination weg ist. Hoffentlich. Funktioniert das so? Ich hoffe es. Ich hätte gerade fast auf New Game geklickt. Das ist ein Glück gewesen. Wieso? Nur wenn du speicherst. Ja, und trotzdem. Hätte ich nochmal was müssen. Wie mache ich denn das jetzt? Geht ja jetzt auch nicht unbedingt so easy. Ich glaube ich so. Ibi! Was? Zwei! Bei uns im Lager? Ja, direkt neben uns im Haus waren zwei. Drei. Junge. Man. Ein Zwerg. Aber nur einer. Barty Crouch. Bay. Junior. Okay. Und ja, diese Abomination ist weg, glaube ich. Oder hat sich... Nee, ist doch nicht weg. Gut. Bist? Warum hast du gerade gequietscht? Ich war ein bisschen wütend war über das, was passiert ist, aber dann war ich doch nicht mehr. Gut. Hey, hier ist ein Baby. Ach, bitte auch. Ich hör's. Baby, Baby. How was I supposed to know? Something wasn't right. Yeah. Jetzt gleich spawnt hier wieder der Bossgegner. Wieso sagst du es genau, als ein Blitz entschlägt? Also wenn er spawnt, dann musst du dir da keine Sorgen drum machen, weil der wird kleiner, wenn er angreift. Und irgendwie ist das komplette Ding bei mir gerade verglitscht.
kann es halt nicht sehen. Vielleicht kannst du es doch sehen, weil ich neu geladen habe und es ist immer noch da. Orca! Nee. Du siehst es nicht? Weiß nicht, wo es ist. Hier. Stehe ich bei dir in der Luft? Nö, du stehst auf so einem Teil. Ja, das ist das, was komplett verglitscht ist. Das kriege ich auch nicht weg. Ja. Ich kriege das da drunter aus irgendeinem Grund weg. Ja, weil das neuer ist. Schlafen. Baby! Sieht super aus mit dem Boden hier, ne? Ja. Virginia, was machst du denn hier? Schnee! Nö. Aber Virginia ist hier. Guten Tag. Wir sind alle voll mit Schnee. Bei mir nicht. Es ist Winter. Die versucht aus der Tür rauszukommen, aber die Tür ist abgeschlossen. Gut. Warum ist warum haben wir hier so ein kaputtes Dings? Was soll das? Kannst du mir das erklären? Hey, Schnee. Ja? Schneit. Thank you. Wie ist Virginia durch die... Okay, die ist nicht durch die Wand gekommen. Ich esse eben was und trinke was. Okay. Das hier kann ich auch nicht wegmachen. Kann's nicht sehen. Das hier kann ich auch nicht wegmachen. Fällt ein Baum um. Das hier. Die ist halt auch nicht. Ich hab eine Idee. Ich trinke. Mach mal kurz Strukturschaden an. Ich weiß nicht, was dann passiert. Das kann sein, dass das einfach mit allem verbunden ist und dann automatisch alles hochjagt. Das will ich nicht mal. Und wenn das so ist, dann baue ich es neu. Nicht, als hätten wir Ressourcenmangel. Hast du? Ich hab getrunken. Okay. Ist an. Okay, ich schlag. Ja, funktioniert. Dann mach die anderen zwei da auch noch eben weg und dann mache ich das wieder weg. Ja. So.
keine Ahnung, wie man das überhaupt repariert. Okay, mach's was. Temperatursquad Duisburg oder so. Warum Duisburg? Das wollen sie nicht wissen. Temperatursturm Duisburg. Los, schnuck, schnuck, schnuck. Snusst du? Okay. Multiple new crafting recipes are available. Was? Wieso sagt mir, dass das Energy Mix jetzt neu ist? Warum musstest du mich deswegen bewerfen? Weil ich das Inventar aufgemacht habe und da werfe ich doch automatisch. Aber es ist sehr amüsant zu sehen. Ich mach meinen Rucksack auf. Ah, oh. Jimi Hendrix ist ein Manga-Charakter. Und mit deinem Vater befreundet? Nee. Okay, dann der nicht. Jimi Hendrix Sonntag. Warum Hendrickson? Tag. Hackerson. Ich verstehe nicht, warum ich da nichts drunter tun kann. So. Geht doch. Dann machen wir dann unseren Henkersplatz hin, ne? Wie in Skyrim. Wie in Skyrim. Was kommt, ist der dann der eine Typ, von dem man sich immer das Talos-Amulett spielt, oder was? Keine Ahnung, der Typ, der da, keine Ahnung, gekreuzigt wird. Gekreuzigt? Das ist, kreuzigt wird in Fallout, New Vegas. Das wüsste ich nicht. Ich habe New Vegas gespielt. Ja, nicht wert. Ich habe es groß und klein gemacht. Ich bin da rumgelaufen. Warst du da, wo man zum ersten Mal Caesar's Legion trifft? Ich war in irgendeiner komischen Stadt und dann noch in einer anderen komischen Stadt. Was in der kleinen Stadt, wo... So weit musst du das nicht machen. Das ist doch schon begradigt. Okay. Sonst müsstest du hier nämlich so komisch dann rumlaufen. Das ist schief. Hey, fucking gay! Warum sagt Merkel das nochmal? Gay, fucking gay? Hey, fucking gay! Keine Ahnung, warum ist das hier tiefer? Weil der Boden schiefer ist. Schiefern fahren. Fahren. Arbeite unten weiter. Okay.
Irgendwann müssen hier auch noch die Teile da vorgestellt werden, damit da nichts hochkommt. Warum liegt das Baby jetzt hier oben drauf? Keine Ahnung. Warum ist hier kein Schnee gefallen, aber da hinten dann wieder? Ich suche die Kartwurzel. Ein Zauberer ist nie zu spät. Ein Zauberer. Zauberer. Zapfack. Lampfkristallisch, ich weiß nicht. Was denn nicht? Chrysalis. Wegen Chrysalis? Nee. Was für eine Chrysalis? Noch Müll? Irgendeine Blume, oder? War das nicht von einem Metterling? Keine Ahnung. Kugel. Kugel. Ist alles Puppe. Ja. Schmetterling. Sag ich doch. Ein Insekt in der Metamorphose. Ha. Papa. Hey Papa. Okay, Cooper. Cooper? Klingt so ein komischer Kannibalismus-Anime. Wo die Schwester von einem Typen, den den Zwergen, der Schwester sagt, hey, piss mich. Dann schreit er rum. Warum? Ja, weil die Schwester irgendeinen Virus hat, dass die Fleisch isst, oder so. Oh. Keine Ahnung, ich hab's nicht geguckt. Und dann schreit er rum. Ja, weil die Schwester von dem in den Arm von dem reinbeißt und isst. Ja, der hat doch danach gefragt, was schreit der? Echt bei Ishmael. Ishmael. Oder sind Leute. Was für Leute? Ein Typ. In deinem Haus. Fuck you, wofür baue ich Verteidigung? Er ist tot. Und einer vor deinem Haus. Und noch einer vor deinem Haus. Und ein Fettsack hier unten am Strand. Und zwei hier oben. Er hat mit der Shotgun weggesnappt. Was ist eigentlich ein Bonobo? Gibt es die Werbung noch? Nein. Ich wüsste es auch nicht, wenn es die noch geben würde, weil ich gucke keine Werbung. Ich auch nicht. Ja. Adblock. Fuck you. Hä? Was? Deshalb Adblock. Wirklich fuck you. Fuck you. Fuck you, YouTube. Oder Logan Paul. Gut. Fuck you, Logan Paul. Warum der jetzt? Was? Ja, wegen dem kriege ich ja keine Werbeeinnahmen mehr. Gut. Ich meine, es waren wenig, aber es waren welche. Ich hätte die irgendwann mal ausgezahlt bekommen. Wenn der jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich irgendwann welche gehabt. Gut. Locker. Locker easy. Aber der Wichser, der musste ja unbedingt irgendwelche Leichen filmen. Obwohl man das wissen sollte. Und dann meinten Werbetreibende. Nö! Nö! Und seitdem kriege ich dann kein Geld. Das hat ja nicht mal was mit mir zu tun. Das ist einfach nur ein Arschloch. Ja. Und der Typ,
der durfte dann einfach wieder normal weiter auf YouTube machen. Seine Karriere ist einfach nicht vorbei, wie sie sein einfach, sollte. Der ist einfach der Trump von YouTube. Ist Nazis immer. Wie gesagt, der Trump von YouTube. Und das sind die halt alle, ne? Das sind alles Nazis. Geldgeile Säcke. Die hat alles in den Arsch gestopft bekommen. Geiles Säckchen. Geiles Säckchen. 35 Minuten, wollen wir die Folge beenden? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns weiter über Kapitalismus aufregen. Ja. Ciao. Ciao.